Willkommen, ihr Lieben, zum nächsten Part von Oxygen Not Included. Wir haben am Anfang des 15. Cycles das letzte Mal aufgehört. Und haben einiges geschafft. Wir haben endlich eine komplette, oder was heißt ein komplettes, aber ein vergrößertes Badezimmer. Wo ich dann auch endlich mal sehr stolz bin, dass das geklappt hat. Wir haben hier unten sogar noch ein bisschen Platz. Haben ein Pinkelbecken für das ganze Polluted Water, das wir produzieren. Wir haben eine ordentliche Nahrungsversorgung mittlerweile. Es wird weiter geforscht. Und was mache ich hier eigentlich? Ja, genau. Hier werden neue Rohre verlegt. Das passt soweit. Ace ist brav am Forschen. Catalina bedient das Laufrad. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, was forsche ich denn überhaupt? Ach ja, genau, die Hydro-Farm. Richtig. Und die will ich ja unbedingt forschen. Da ist bei der Forschung ist dann auch gleich noch der Kühlschrank dabei. Sowie Synthesizer. Also irgendwas mit Dingenskirchen, wie heißt's? Dünger. So. Ach ja, genau. Und wir bauen dann endlich mal eine Wasserpumpe ein, die dann auch ja, Wasser durch Rohre fördert. Und wir uns das dann auch zunutze machen können. Und ich wollte mich irgendwann mal ans Thema Stickstoff ransetzen. Ich bin dafür, dass wir dann hier unten das auch noch schön abtragen können. Muss ich mal gucken von der Leiter her. 1, 2, 3, 4. Falls wir hier irgendwann mal neue Ebenen bauen. Nehmen wir alles mit, was jetzt hier mal noch mit Kupfer zu tun hat. Ja, bin ich dafür, dass wir komplett abtragen. So, hier an das Pinkelbecken gehen wir jetzt erstmal nicht ran. Aber soweit nehmen wir alles mal mit. Gut. Oh, Frank, das arme Schwein muss in der Kälte schaffen. So, die Pumpe steht, das ist nicht verkehrt. Die Pumpe braucht allerdings einen Stromanschluss. Kümmern wir uns natürlich auch um 240 Watt beansprucht die. Allerdings natürlich nur, wenn sie aktiv ist. Elektrische Leitungen können wir parallel zu Rohrleitungen verlegen. Das ist also kein Problem, Gott sei Dank. Und Frank ist natürlich wieder... Oh, Chili Surroundings. Oh, das ist nicht gut. Komm da raus, mein Freund. Muss die Luft anhalten. Ihm ist kalt, er ist nass. Das sind natürlich keine guten Umstände, unter denen er da unten arbeiten muss. Ui, 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 ui. Ich darf ihn da unten nicht überbeanspruchen. Teufel. Nicht, dass er mir noch krank wird. Ich weiß jetzt gar nicht, woran man das erkennen kann. Hier irgendwo in der Bio vielleicht. 14 Cycles ist er alt. Gender Male. Ja, super. Haben wir auch mal sein Gender assumed. Gufa. Genau, die aktuelle. Persönliche Interessen. Ah, okay. Tidy. Enjoys performing tidy jobs. 50% schneller will er da die Mastery erreichen. Ah, okay. Hey, das ist ja cool. Ebenso im Supply. Okay, okay. Skills. Ah, hier sehen wir auch mal, wie das Ganze dann beeinflusst wird. Sehr interessant. Seine Skillpunkte. Ranching hat er natürlich 5. Das ist krass. Germs zum Glück
Oh. Bist du? Hast du ein Food Poisoning, Frank? Ja, tatsächlich, du hast ein Food Poisoning. Sonst noch hier? Oh, jeder! Wie kommt denn das? Ah! Moment, hat das vielleicht was mit dem Essen zu tun? Oh, scheiß die Wand an. Oder sind hier irgendwo noch Food Poisoning Herde? Na gut, mal abgesehen von den Toiletten. Okay. Stellen wir mal weiter unter Beobachtung. Aber wie sich jetzt sein... Boah, das ist alles so... Minus 70% per Cycle. Will pass out and stamina reaches zero. Aha. Aha, aha. Was zum Beispiel mit Catalinas Stamina? Ist auf 72%. Okay. Und Travaldos Stamina ist auch auf 72%. Gut, sagen. Stamina 1%. Gut, machen wir das jetzt anders. Du machst jetzt hier unten erstmal keine weiteren Arbeiten mehr. Komm da raus. Zumindest keine Exhausted. Oh, scheiße. Ah, okay, dann sehen wir das auch mal, was also mit der Ausdauer passiert. Der pennt jetzt hier echt ein. Okay, krass. Ja, Frank ist auch ein bisschen gestresst. Luft ist auch sehr scheiße hier unten. Okay, 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 okay. Interessant. Mach du erstmal die... Jetzt ist er da runter und hat sich doch trotzdem noch die Sachen gekrallt. Ach, na gut. Mach einfach mal weiter jetzt, Frank. Ist okay. Ich will dich da jetzt nicht mehr, zumindest in diesem Cycle will ich dich jetzt nicht mehr da runter schicken. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Okay, 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 okay. Was macht's Essen? Müsste man ja eigentlich, wenn wir das jetzt aufsweepen, eigentlich wieder gut was zusammen haben. Und ihr merkt auch, ne, also mittlerweile Manpower reicht nicht mehr aus. Wir kommen gar nicht mehr ins Plus, was die Batterie an betrifft. Beziehungsweise wir gehen eher sogar noch ein bisschen ins Minus, weil wir so viele Geräte momentan am Laufen haben. Der große Supercomputer frisst 120, das Ding frisst 240, das Ding nochmal 120. Hier unten haben wir ausgeschaltet. Das Ding ist inaktiv. Aber da sehen wir es auch. Das heißt, wir müssen uns früher oder später mal um stärkere Energieversorgung kümmern. Och Gott, Frank. Oh, du arme Sau. Komm, genug gepennt. Auf, schaff weiter. gut. Gehst aber auch immer wieder da runter, ne? Nur weil da unten das blöde Ohr liegt. Das blöde Kupfer. Gut. Das ist genau das, was ich hier wollte. Hier unten wird auch einiges abgetragen. Das ganze coole, ganze gute Kupferscheiß. Alles abtragen, Freunde. Ich will das Kupfer. Müssen wir mal schauen. Er muss ja dann auch später mal Power Regulation. Wir könnten dann als nächstes hier mal hinforschen, denn da haben wir den Kohlegenerator. Der Kohlegenerator ist sehr stark,
Wird natürlich, wie der Name schon verrät, mit Kohle betrieben und erzeugt einen Haufen Strom. Hydrogen Generator converts Hydrogen into electrical power. Ah, okay. Den habe ich noch nie gebaut. Aber wir müssen dann... Hydrogen, ist damit Wasser geeignet? Hydro, Wasser? Ich würde mal sagen, ja, ne? Was gibt's denn noch dann? Oh, hier die smarte Batterie, die hätte ich gerne. Und intelligente Kabel hätte ich auch ganz gerne. Ah, nice. Gut, also um die... Wenn wir das dann hier endlich mal haben, dann müssen wir uns so schnell nicht mehr um Nahrung kümmern. Beziehungsweise um Pflanzen, um Farmen, um was auch immer. Wo gehen wir denn dann weiter? Dann Advanced Research. Für die sanitären Anlagen noch was tun. Hier hätten wir dann auch mal ein Bad, also eine Dusche endlich. Hier hätten wir eine fortgeschrittenere Toilette und ein fortgeschrittenes Waschbecken. Filtration, Gasfilter. Aha, da können wir Gas filtern. Können wir Wasser filtern. Uses water to filter carbon dioxide from the air. Converts water into oxygen and hydrogen. Das könnten wir eigentlich auch mal forschen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Carbon Dioxide. Das müssten wir auch irgendwie mal umwandeln. Momentan haben wir, um Carbondioxid zu Oxygen umzuwandeln, haben wir eigentlich nur das Algenterrarium und das ist mir ein bisschen zu wenig. And remove some Carbondioxid. Job mastered. Ace hat den Research Assist voll. Das ist ja super. Ja, klasse, Ace. Dann könntest du eigentlich schon die advanced Forschung machen, nämlich den Scientist. Brauchen wir aber, oh Gott, hat das Ding hohe Anforderungen. Wie viel hast du denn jetzt, Ace? Ha, 8. Das heißt, wir hätten dann 8 zu 12 statt 8 zu 4 jetzt. Uff, könnten wir eigentlich theoretisch eine Zeit lang mitmachen. Ich lasse das jetzt mal noch fix fertig forschen. Der Tag ist eh gleich rum. Kilokalorien. Hört sich gut an. Es darf gefuttert werden, ihr Lieben. Frank, ja, Frank muss sich heute Nacht mal ein bisschen erholen, der Arme. Wie sieht's mit seiner Stamina aus? Oh Gott, 2%. Es wird Zeit fürs Bett. Du armes Schwein. Die anderen gehen alle noch so. Ja. Oh, das ist so entspannt mit den weiteren Toiletten. Das ist richtig gut. Meine Only. Haben wir niemanden? Der... Doch. Wir haben... Ach so, wir brauchen einen richtigen Miner. Da ist aber noch niemand qualifiziert genug, oder? Nein, wir haben hier noch keinen Meister. Das wäre dann ein Job für Sluxa, dann könnten wir sie auch befördern. Naja. Und warum lassen die hier eigentlich immer die Hälfte vom Essen liegen? Schweine, macht man doch nicht. So, hier werden auch immer weitere Samen liegen gelassen für weitere Mealwood-Pflanzen. Ja, kann natürlich passieren. Je besser der Farmskill ist, umso öfter lässt so eine Pflanze mal einen Samen liegen. Rein theoretisch brauchen wir es jetzt eigentlich nicht mehr für unsere aktuelle Anzahl an Duplicants. Aber wenn die Forschung durch ist hier oben, will ich dann ja hier die neuen Hydrokulturen aufbauen. Das wird richtig nice. Zumindest mal für den Anfang mit den ganzen Blossom Seeds. Wie viel haben wir denn? 2 schlappe Blossom Seeds? Oje. Das ist natürlich nicht so viel. Müssen wir auch aufpassen, weil hier haben wir dann eine Wassertasche. Müssen wir mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Frank, Stamina? 100%. Ah, ich bin begeistert.
Sehr gut, ihr Lieben. Dann können wir auch hier ruhig aufsweepen. Ja, mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Und ich fürchte, wir haben ja vorhin abgebrochen, genau. Elektrische Leitung, dann doch weiter nach unten bauen. Und Rohrleitungen, wollen wir Rohrleitungen? Ja, die müssen wir auch noch vervollständigen. Und wie ihr eben schon gesehen habt, hier ist dann der Eingang vom Wasserrohr. Wird dann hier oben geführt. Und ja. Halt, Moment. Ich habe ja. Dann können wir es auch gleich hier runterbauen. Denn da will ich ja dann hin für die Hydrokulturen. Hier hin. Liquid Bridge. Okay. Brauchen wir jetzt noch nicht. Oh, fertig geforscht. Klasse. Dann stecken wir Ace jetzt einfach mal ein bisschen in die fortgeschrittene Forschung rein. Und ja. Lassen ihn dann auch was Neues forschen. Jetzt kriegst du einen neuen Hut. Slightly toxic. Was ist denn hier toxic? Wundert mich die ganze Zeit schon, warum das da so rumfurzt. Moment. Polluted Dirt kommt raus. Das war's dann vermutlich, oder? Organisch, polluted Dirt kommt raus. Dein neuer Hut, ich freue mich für dich. Weiter forschen. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir könnten weil die Generatoren forschen, damit wir die später dann zur Verfügung haben. Falls uns das hier oben irgendwann mal nicht mehr ausreicht. Das müsste eigentlich schon sehr bald passieren. Oh. Hier haben wir vergammelt. Rotten Bristol Berry. Die Bristol Berry hat es dann erwischt. Schade. Die hätten wir auch verwenden können vorher. Aber die wurde dann schlecht mit der Zeit. Das sieht man auch, ich meine, ganz gut hier. Live Coal zum 5 zum Beispiel. Oder nee, wo sieht man jetzt irgendwie hier nochmal eine Übersicht? Ja, ist ja auch egal. So, lass mal gut sein. Machen wir jetzt erstmal andere Aufgaben, die wichtiger sind. Mhm. Sehr gut. Das Zeug mal verteilt. So, da gehen wir jetzt eiskalt mal hier rüber. Alles, was hier ist, wird abgegraben. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch den ein oder anderen Blossom Seed. Ich meine, wenn wir die Pflanze hier kaputt machen, haben wir auf jeden Fall noch einen weiteren Blossom Seed. Ja. Entschuldigung. Und den Polluted Dirt will ich dann bei Gelegenheit auch mal mich drum kümmern. Wenn denn hier endlich mal frei wird. Ach, wer ist denn fürs Ding? Slugsa. Guck mal, dann mach doch hier. Warum gehst denn du nicht deiner Hauptbeschäftigung nach? Priorität, Slugsa. Höchste Priorität. Komm, bring den Scheiß noch weg, aber danach wird
wird gegraben. Wie sich das gehört. Warum macht sie das denn nicht? Soll doch jemand anders einsammeln. Oh, haben wir hier wieder viel Algen. Oh, das ist sehr gut. Ah, sie kann es also doch schon. Ah, wundert mich doch. Also wundert mich nicht, aber... Warum hat sie es denn die ganze Zeit nicht gemacht? Vielleicht, weil es nicht auf der höchsten Priorität war. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So viel Algen, das ist richtig gut. Das rettet uns auf jeden Fall die Sauerstoffversorgung über die Generatoren für einige Zeit. So, wenn das Ding steht, können wir dann auch mal... wo war es denn? Hier endlich mal einen Komposthaufen bauen. Den hätte ich schon viel früher bauen sollen, müssen wir auch immer. Und über den Komposthaufen können wir dann auch endlich mal den Dreck hier entsorgen. Auf, Jungs, baut den mal. Den Polluted Dirt. Nee, kein Baubeauftragten. Zack. Befüllen. Tag ist schon wieder rum. Okay. Lass dein Essen fallen lassen, meine Liebe. Habt ihr dann mal alle bald was zu essen? Oje, oje. Slugs hat jetzt nichts gegessen, oder wie? Ach Quatsch, nee, hier Vitalität. Nee, hat sie nicht. Hat's fallen lassen. Und ist da noch aufs Klo. Gut. Ist mir wurscht. So, wir beenden den Tag. Legen uns schlafen und sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank, euer Slugsy. Ciao.